Die Abzugsdiskussion in der Form, wie sie sich mittlerweile in den Medien widerspiegelt, ist für mich nicht real. Ich sage das ganz deutlich. Es geht im Prinzip um eine Verkaufsstrategie für die Öffentlichkeit, wo man eine Perspektive aufbaut für die Heimkehr der eigenen Soldaten. Ich würde das aus der heutigen Situation heraus zwar als wichtig bezeichnen, aber nicht überbewerten, weil das Definieren von Kriterien, das Festlegen von Konditionen für diesen Abzug eine Arbeit ist, die zurzeit noch geleistet werden muss. Und der gesamte Aufwand, der in Afghanistan betrieben worden wäre, wäre dann umsonst gewesen, wenn dieser Abzug zu früh eingeleitet wäre und dann tatsächlich die Taliban einen Grund hätten, um wirklich Freudenfeste zu begehen. Die Macht der afghanischen Regierung reicht kaum über die Hauptstadt Kabul hinaus. Jetzt setzt auch Präsident Karzai auf Verhandlungen, sogar mit dem Erzfeind, dem alten Taliban-Führer Mullah Omar. Der ist untergetaucht. Die Amerikaner haben ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Als Afghanen reden wir gern mit allen anderen Afghanen, um dem Land Frieden zu bringen. Aber in Verbindung mit der internationalen Gemeinschaft gibt es Belange, die die Kräfte und die Fähigkeiten Afghanistans übersteigen. Es liegt jetzt an Afghanen wie Mullah Omar und anderen. Sie müssen sicherstellen, dass sie an den Verhandlungen teilhaben können, ohne dass die internationale Gemeinschaft für unsere Sicherheit sorgt. Dazu müssen sie sich klar und deutlich von Al-Qaida lossagen. Noch steht den Taliban offenbar mehr der Sinn nach Anschlägen als nach Verständigung. Im Januar 2010 rissen Selbstmordattentäter in Kabul 12 Menschen mit in den Tod. Doch mitten in Kabul residiert auch der ehemalige UNO-Botschafter des Taliban-Regimes zur Zeit des 11. September. Er signalisiert Gesprächsbereitschaft. There are some people in Leadership Council. Es gibt durchaus Mitglieder im Führungsrat, die sich damit befassen. Mitglieder, die Verhandlungen ermöglichen mit der Regierung und den fremden Kräften. Mit der Unterstützung aus freundlich gesinnten Ländern. Auch der ehemalige Taliban-Sprecher und Botschafter in Pakistan, der fast 4 Jahre in Guantanamo einsaß, gibt sich kompromissbereit. Er will erst Verhandlungen, dann einen Abzug der US-Truppen. Ich sage nicht, dass die Amerikaner sofort abziehen sollten. Sie müssen aufhören, Krieg zu führen, darum geht es. Wenn Sie darüber nachdenken, sich aus Afghanistan zurückzuziehen, dann müssen Sie mit den Taliban reden. Es scheint, als sei ein Umdenken in Gang gekommen, auch in Deutschland. Vor wenigen Tagen trafen sich Verteidigungsminister zu Guttenberg und Altbundeskanzler und Ex-Verteidigungsminister Helmut Schmidt zu einem Gespräch an der Bundeswehrhochschule in Hamburg. Es war ein öffentlicher Abschied von den Lügen und Illusionen eines 8-jährigen Krieges. Jemand, der einen Krieg nicht gewinnen kann und weiß, dass er ihn nicht gewinnen kann, er muss dann irgendwann anfangen zu verhandeln. Hier ist die Frage, mit wem? Und wer verhandelt? Möglicherweise muss man den Verhandlungspartner oder Verhandlungsgegner selber erst konstruieren. Möglicherweise gibt es gar keine zentrale Taliban-Führung zum Beispiel. Ist jeder Aufständische in Afghanistan gleichzeitig eine Gefährdung der internationalen Gemeinschaft? Oder überheben wir uns nicht drastisch, wenn wir genau das annehmen oder diese Differenzierung nicht vornehmen und jeden, der da eine Waffe in der Hand hat, zunächst einmal potenziell als einen Gegner der internationalen oder eine Gefahr für die internationale Gemeinschaft sehen? Es hat noch niemals jemanden gegeben, der von außen Afghanistan erobert hat und sich dort hat halten können. Weder die Mongolen, noch die Engländer, noch die Russen. Jetzt versuchen es die Amerikaner mit europäischer Hilfe. Es spricht nicht sehr viel historische Wahrscheinlichkeit dafür, dass es diesmal besser funktioniert als damals. Ich sage immer, der Klügste von den feindlichen Eroberern war Alexander der Große. Er ist von Persien aus reinmarschiert und im selben Jahr über den Khyber-Pass nach Osten Richtung Indus wieder rausmarschiert. Noch marschiert die Bundeswehr weiter in Richtung Hindukusch. Die Fallschirmjäger von Seedorf gehören zum 20. Kontingent, das der Deutsche Bundestag nach Afghanistan beordert hat. Die Truppe soll weiter aufgestockt werden, bis sie dann abziehen kann, irgendwann.